Hallo Leute und herzlich willkommen zu einem weiteren Part hier in Splatoon 2 Story-Modus Singleplayer. Wie auch immer. Aber bevor es losgeht, möchte ich noch etwas hinzufügen. Und zwar werde ich im letzten Part oder so mal schauen, noch die Schriftrolle holen. Ich habe es offscreen schon mal versucht. Am Anfang war es ein bisschen schwer. Aber dann nach kurzer Zeit habe ich herausgefunden oder so, und man muss eine bestimmte Plattform nehmen, um es überhaupt zu schaffen. Ich hätte es sogar fast geschafft, aber das mache ich dann im letzten Part, wenn es dann soweit ist. Das Anchovium habe ich ja zum Glück, ich musste nochmal nachschauen, weil ich mir jetzt nicht so sicher war. Aber wir wollen ja lang nicht so drumherum reden. Ich habe gesagt, was zu sagen ist, war, wie auch immer. Und ja, fangen wir jetzt an mit Level 25. Verschiebung gen Wahnsinn. Mit einer Vorgabe von Arti. Ein Heldenspendling, könnte interessant werden. Wir haben lang nicht mehr mit dem Heldenspendling gespielt, oder? Kann das sein? Kann das sein? Ich glaube ja. Ist hier, okay, schon eine Kiste. Okay, aber nur mit Fischeiern. Gut. Hier brauchen wir wieder einen Schlüssel, um den Container zu öffnen, wo wahrscheinlich wieder der Sprungbeuer sein wird oder irgendwas. Ist hier unten oder irgendwas oder wie? Da kann ja nur unten nur irgendwas sein, weil. Naja, komm. Aber ich glaube, so wie es aussieht, war das sehr, sehr schwer, oder? Oh. Na, hallo? 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 What? Hä? Okay, dann versuchen wir es halt nochmal. Okay. Fängt ja wieder recht gut an, ne? Okay, zweiter Versuch. Nein! Wow! Alter! What the fuck, man? Also, jetzt schon sterben wäre etwas peinlich, ne? Komm schon. Komm schon. Das wäre jetzt nicht so geil. Du gehst mal weg hier. Das war noch so ein Schutzschild dabei. Nee, da gehe ich auf Rückzug und mach das so. Okay. Ist das überhaupt irgendwie machbar? Ah, okay. Vorsicht. Ein Coupon? Ein Coupon? Naja, gut. Besser als nichts, ne? Das fühlt mich jetzt wieder zurück an Anfang. Warum auch immer. Okay. Dann müssen wir erstmal weiter nach vor. Weil anders geht's ja nicht. Wir haben ja keine Wahl. Deswegen erstmal die Kisten zerstören. Schlüssel haben wir schon mal. Wunderbar. Checkpoint. Ist auch wieder wunderbar. Oh, nee. Och, nee. Nee, der eine kann schon mal weg. Boah, okay. Geh rein! Okay. Alter. Heftig. Die ganzen Kisten hier zerstören. Da haben wir schon mal. Was war das nochmal? Tintenregen, Tintenschauer, irgendwie so in der Art. Und hier haben wir auch noch Plattformen, die sich auch noch bewegen. Da müssen wir das Springen aber auch ein bisschen timen. Wenn sich die Plattformen die ganze Zeit hier bewegen. Und wir müssen ein bisschen auch darauf achten, dass wir nicht so schnell sterben. Aber eine knappe Angelegenheit hier, ne? Und schon mal ein großes Sorry, falls ich mich etwas verstuft anhöre. Ja. Bin halt leider etwas krank. Aber naja, gut, das soll mich ja nicht weiter aufhalten. Alles ist okay. Ich glaube, hier sollte ich. Hier hätte ich eher den Tintenschauer einsetzen sollen, oder? So vom Spiel her. Also, es wäre so vorgesehen, bestimmt. Und ich könnte ihn jetzt einsetzen. Für die zwei Kollegen hier vorne.
Erstmal weiter nach vorne. Soweit ganz gut. Ah ja, wieder diese Idioten wieder hier, ey. Naja. Man ja genauso nervig wie Splatoon 1. Aber haben die auch in Splatoon 1 diese Klecksbomben geworfen? Ich kann mich nur noch an diese Inferno da nur noch daran erinnern. Ah ne, das waren ja wieder andere Formen gewesen. Sowas in der Art. Okay. Haben immer noch einen Tintenschau, ne? Ich blüsse ihn jetzt einfach. Das war jetzt keinen Sinn mehr, aber ich mach's einfach. Hat er was gebracht? Naja, wohl eher in etwas. Och, löde. Das geht jetzt ein bisschen auf die Nerven, ne? Komm schon. Ja. Gut. Müssen wir den Schalter schon mal aktivieren und den anderen auf jeden Fall auch. Aber hier Vorsicht mit der Plattform. Gegen was hätten wir da Reichweite? Perfekt. Gehen wir da weiter. Ach du Scheiße. Haben wir da wieder einen großen Besuch. Ja, es hätte aber so in Deckung zu gehen. Naja, wobei, ich gehe jetzt einfach trotzdem komplett drauf. Ich glaube, den haben wir schon. Ja, okay, ist ja gut. Ja, ist ja gut, ist ja gut, ist ja gut. Machen wir es jetzt einfach so. Naja, hat ein bisschen was gebracht, ne? Machen wir es einfach mal weiter. Aha. Und du auch noch. Perfekt. Ist hinten noch irgendwas? Was ich wissen sollte? Nicht runterfallen. Ist hier in der Kiste vielleicht noch irgendwas? Nein, in der normalen Kiste ist sowieso nie was drin, also von daher. Ich mir das eigentlich sparen, aber soweit ist erstmal nichts Auffälliges. Gehen wir auf die Sprungbrühe. Zum nächsten Checkpoint. Okay, eine Reihe aus Ballons, wunderbar. Einfach alle abschießen. Lass dich nicht nach runter schubsen. Nicht nach rumschubsen. Richtig lesen kann ich auch nicht. Geil. Na komm schon. Komm schon. Was ist los? Okay, da muss ich wieder ein bisschen aufpassen. Komm schon! Perfekt. Bewegen sich aber ruckartig, ne? Bis jetzt noch keine. Jetzt wird noch kein weit und breit von der Schriftrolle und ein Chovium. Erstmal müssen wir hier weiter durch. Ich glaube, drumherum ist, glaube ich, etwas besser. Da muss ich doch den. Nein! Jetzt habe ich nicht aufgepasst. Ah, Scheiße. Ah. Den Fehler sofort behebe. Und etwas mehr aufpassen. Gut. Ah, ist ja gut. Okay, Versuch Nummer 2. Nein! Du musst hier nichts zerstören. Aber der ist nervig. Oh nein, 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 lass mich doch hoch, lass mich doch hoch. Nein, 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 nein. Ey, komm. Das kann doch nicht so schwer sein. Ah, okay, den habe ich noch. So, da wartet schon einer hinter uns. Oh, Alter. Komm. Dann mach das so. Na, komm schon. Trepp hier. Okay, wenigstens habe ich schon mal einen Checkpoint. Das ist wunderbar. Und ein zusätzliches Leben habe ich auch noch bekommen. Ich muss einfach mal die Ballons mal platzen. Aber trotzdem etwas aufpassen von diesem MG-Schützen. Oder so.
Es sind jetzt keine MGs, aber mir ist jetzt nichts Besseres eingefallen. Alter! Alter, chill! Verpiss dich! Mein Gott! Was ist hier? Wir müssen irgendwie hochkommen. Aber die Plattform bewegt sich ständig. Geh mal lieber hier hin. Und jetzt versuche ich aber hier hochzukommen. Okay. Geh da hoch. Warte. Da ist doch schon wieder versteckt, ja, ganz dreist, ne? Wunderbar. Alles klar. Das schneide ich raus. Okay, was haben wir hier? Hier einen Drehschalter. Das hatten wir ja schon beim letzten Mal. In irgendeinem Level auf jeden Fall. Da mussten wir auch mit der Waffe ja hantieren. Okay. Aber da brauchen wir ein Ausrüstungsteil. Sehr, sehr wichtig. Ja, nicht so viel, weil ich will auf der Plattform draufbleiben. Lol! Bleib da drauf. Okay. Hat das jetzt irgendwas gebracht? Keine Ahnung. Oh, da war ein Gitter, genau. Jetzt müssen wir weiter hier hoch. Ach, hier ist auch noch so ein Schalter. Und dann geht zum Checkpoint. Ein letzter Checkpoint. Wo ist die Schriftrolle? Das merke ich auch jetzt gerade. Wo ist die Schriftrolle? Letzter Checkpoint. Ich habe keinen Plan, wo die ist. Ich habe auch kein Secret oder sowas gebunden bis jetzt. Ich komm nicht hin. Okay, dann halt nicht. Schieß mal erstmal den Schalter hier. Irgendwie müssen wir ja auch weiterkommen. Okay. Bisschen aufpassen. Ja. Diese Plattform darf keine ruckartigen Bewegungen machen. Ich habe zwar jetzt wieder meine drei Leben, aber es kann ja noch alles passieren. Und ich erwarte immer noch die Schriftrolle. Ich habe kein Plan, wo die ist. Da. Nein. Nein, ich habe gerade einen Schalter gesehen. Nein. Nein. Wow. Genau das meine ich mit ruckartigen Bewegungen. Oh, scheiße. Ah, oh, nein. Oh. Nee, ne? Richtig unnötig. Da komm schon, Plattform. Du kannst dich treffen, du hast kein Aim. Kommt doch wieder hierher. Ist das jetzt so schwer? Wieder rausschneiden. Nein, nicht so weit, komm her. Es dauert aber übrigens langsam, ey, bis wieder herkommt, ne? Und du bist tot. Ah! Nein! Nein! Du Arschloch! Du Penner, was soll der Scheiß? Natürlich, ich am besten jetzt schon, bevor der Fehler nochmal passiert. Ach nee, ne? Och nö. Versaut mir das jetzt nicht. Komm her! Junge! Mein Gott! Komm her! Noch ein bisschen. So, das reicht ja jetzt aber auch. Und Feuer frei. Nein! Oh, war das knapp! Okay. Scheiße. Oh. Ist das zum Kotzen? Nein, nicht nochmal. Scheiße. Oh, das ist gerade heftig. Ich will das lieber erstmal alles einfärben, auch so auf die Stelle.
Damit ich wenigstens seitlich in der Tinte halt. Naja. Oh shit. Oh, versau's jetzt nicht. Versau's jetzt nicht. Oh, es ist gerade kacke. Okay, okay, okay. Oh, oh, okay. Da ist ein Schalter. Nee, 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 nee. Ich muss nochmal zur Plattform. Okay. Oh. 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 Okay. Dieser Typ könnte mir jetzt mein letztes Leben versauen, wenn ich es nicht verkacke. Der schickt mich da hoch. Da muss ich die ganzen Kisten erstmal zertrümmern. Und da ist die letzte Schriftrolle. Okay, cool. Bringt er mich genau direkt zum Ziel? Dankeschön. Dankeschön. Oh, hätte ich das jetzt verkackt, ne? Hätte ich das jetzt verkackt. Das wäre so unnötig gewesen. Alter. Alter. Okay. Coupon erhalten. Zeig diesen Coupon. Blablabla. Ja, ist ja schon klar. Vorvorletzte Schriftrolle. Nummer 25. Liebe Aioli, liebe Limone. In Klammern und Stopp. Bin mit Nummer 3 unterwegs. Kann später werden. Stopp. Essen steht im Kühlschrank. Stopp. Warum auch immer. Will er damit kennzeichnen, dass dann da der Satz zu Ende ist? Oder warum? Keine Ahnung. Aber auf jeden Fall, so wie sich die Nachricht anhört, könnte es vom Captain Kuddelfisch gewesen sein. Aber bei dem hat man irgendwie auch keinen Plan, was mit dem irgendwie passiert ist oder so, ne? Voll ein, zwei Schriftrollen mit dieser halt. Oder vielleicht ist es auch nur die eine Schriftrolle, keine Ahnung. Erfährt man nur ein kleines bisschen was von ihm, dass er überhaupt noch am Leben ist. Irgendwie so in der Art. Na gut. Es wird nicht leichter. Ja, ja, das merke ich. Es wird aber sehr, sehr anspruchsvoll. Das war jetzt Level 25. Dann machen wir direkt weiter in Level 26. Unruhige Kugel am Strand. Wieder mit Vorgabe von Arti. Okay, es sind auf jeden Fall Kugeln. Warte mal, unruhige Kugeln. Das sind jetzt aber nicht die. Ich denke etwas. Okay. Nein. Nein. Böse Erinnerung an das letzte Level mit diesen Bowlingkugeln, Alter. Nein. Nein. Das war überhaupt nicht so meins. Ich glaube, da bin ich sogar komplett gestorben, ne? Also mit allen drei Leben halt. Scheiße. Alle. Warst du nicht schon tot? Verpiss dich! Alter, verpisst euch! Habt ihr ein Problem? Ja, chill mal, ey. Ja, endlich. Nein! Boah, war das knapp. Okay. Bringt das jetzt irgendwas? Nö, eigentlich jetzt nicht so. War so weit, so gut. Ja! Ja! Genau! Aber übelst krass Rückstoß! Und dann bin ich außerhalb der Plattform. Alter! Ich scheine eine große Wucht zu haben. Ey, nee, ne? Ja, du fühlst dich cool, ne? Du fühlst dich cool, ne? Komm, aber nochmal, das hat nichts gebracht. Stirb! Jetzt kleines ein bisschen aus so rum. Damit mir nichts passiert. Jetzt versucht gerade der OBS ein bisschen zu laggen. Ist ja geil, ne? Wieder. Geh da hoch! Ich lauf da jetzt einfach drauf. So. Jetzt irgendwas Wichtiges besetzt? Scheint nicht so, ne? Okay, so weit, so gut. Hinten vielleicht irgendwas. Immer mal wieder mal nach hinten schauen. Vielleicht könnte ja immer irgendwas sein.
egal was es ist. Und ich sehe schon von Weitem, ne? Der bekommt zweimal eine Spezialwaffe, warum auch immer. Warum dann aber gleich zweimal hintereinander? Das ist nicht irgendwie ein bisschen zu viel. Aha. Jetzt haben wir jetzt nicht schon hier. Okay. Dann haben wir ja schon mal das Anchovium. Okay. Aber warum ist hier zweimal Tintenschauer? Das frage ich mich. Das ist irgendwie komisch. Ich werde es einfach jetzt schon mal aktivieren. Ob das was bringt? Keine Ahnung, aber ich mach's einfach. Wird schon seinen Zweck erfüllen. Ne, das lasse ich mir doch lieber. Ach, die bleiben da kurz stecken. Okay. Nein! Fuck. Scheiße. Ah ne, die war ja hier gleich unten drunter, ne? Die war ja hier gleich unten drunter gewesen. Das hat schon wie um du verpiss dich mal. Ah gut, okay. Diese kleinen Dinger schneide ich immer raus, weil das ist ein bisschen komisch. Okay, werde ich zu machen. Okay. Okay. So, Jovium haben wir mal wieder. Und diesmal nicht so dumm einstellen, wie es geht. Danke. Aber dass ich da einfach mal kurz so stecken bleibe, ist eigentlich sogar voll gut. Deswegen auch zweimal, weil das sehr schwierig hier aussieht. Am besten klick gleich nochmal aktivieren hier. Auf die Schnelle. Aber trotzdem ein bisschen aufpassen, ne? Okay, dankeschön. Bowlingkugel! Nein! Nein! Das ist nicht euer Ernst. Das ist nicht euer Scheißernst. Ihr seid doch Leute. Nee, ne? Schon wieder. Ich bin doch nicht mal recht weitergekommen, ne? Nee, ne? Es kann doch nicht so schwer sein. Okay, oh. Das war jetzt ein Akt irgendwie, ne? Checkpoint? Okay, danke. Einfach nur besser aufpassen. Dann geschieht auch nichts. Naja, mehr oder weniger. So, und also das ist so eine Dose. So, und jetzt? Ich habe doch hier noch irgendwas gesehen. Ist hier irgendwas wert? So, das ist nur. Nee, erzählt nicht. War doch irgendwas. Achso, ein Ausrüstungsteil. Na ja, gut, das will ich haben. Das will ich jetzt haben. Wenn ich nicht fehle. Ey, es kann doch nicht sein, ne? Es kann doch einfach nicht sein. Irgendwie. Ich bin irgendwie gerade noch richtig dumm, ne? Geh weg! Ich habe jetzt noch keinen Plan, was die Schriftrolle sein könnte. Aber zum Glück haben wir gleich den nächsten Checkpoint erreicht. Dankeschön. Danke. Wunderbar. Oh. Das ist ein bisschen schwierig. Okay. Hier ist auch noch mal eine Kiste, aber eine etwas größere. Ich will aber nicht ganz nach oben. Ach du Scheiße. Ich muss da hoch. Ich kann da ja auch keine Farbe machen. Scheiße. Okay, das ist jetzt ein bisschen doof. Ey, ich hasse es. Ne? Ich hasse es. Das ist so dumm. Ich hasse diese Bowlingkugeln, ey. Ich habe schon das letzte Level so übelst brutal gehasst. Genau das deswegen. Mir bleibt aber nichts übrig, als nach rechts zu gehen, ne? Mensch. Ist aber knapp, ey. Wirklich. Aber ich will erstmal hier zum Checkpoint. Okay, hier ist nur sowas.
Ah, ich kann auch so rüber, ne? Normal. Oh, komm schon. Dankeschön. Ich warte mal doch lieber. Ich gehe aber noch nicht zur Sprungboje. Komm, 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 komm. Und ja, Schriftrolle. Oh, nice, nice, danke. Jetzt warte ich wieder. Und geh schnell rüber. Komm, mach hin. Oh. Wunderbar. Weil das etwas länger dauert. Ich merke schon, wir haben schon 25 Minuten. Aber wir sind trotzdem gut dabei. Jetzt halt nur nicht komplett sterben. Dann ist alles in Ordnung. Alter, ey. Wieder diese Mega-Brocken, ey. Überhaupt nicht übertrieben, ne? Überhaupt nicht. Dann können wir nichts abschieben, okay. Abschiebung. Abschiebung. Und diese fetten Teile. Nein, was mach ich denn? Ich trottel. Ey, wir haben es jetzt so weit geschafft. Wenn ich jetzt komplett sterbe, dann ist das einfach nur richtig, richtig lächerlich. Und hier ist schon wieder ein Coupon. Okay. Ist das aber 2 oder 1,5? Nee, 1,5. Und die haben wir sowieso doppelt angezeigt, wenn es 2,0 wäre. Ja, okay, gut. Achso, da kann mich auch noch treffen. Ja, zerstören und nochmal ruhig meine komplette Ausrüstung. Und ich kann noch nicht mehr richtig sprechen, weil ich so dumm bin. So, jetzt geh gleich hoch. Dankeschön. Aber nicht so viel, sonst wird mir von der Riesenbullenkugel getroffen. Und das möchte ich allerdings verhindern. Oh, übertrieben. Okay, letzter Checkpoint, komm. Da schaffen wir. Da schaffen wir. Komm schon. Ey, ist aber wirklich krank, ey. Im wahrsten Sinne des Wortes. Oha! Alter, das ist so knapp. Och, nee. Oh, geh da hin. Mach einfach so, geht schneller. Okay. Oh, geschafft. Aber ich glaube, ich werde das nicht groß schneiden, weil alles haben wir fast schnell geholt und ja, die Videolänge ist jetzt zwar trotzdem ein kleines bisschen, aber naja. Dann doch nur 2 Level. Aber auch ganz okay. Wird wieder einen Coupon erhalten. Wunderbar. Und in der vorletzten Schriftrolle steht da Calamari Forschungslabor Video Hashtag 5628. Dieses sargähnliche Objekt ist ein Relikt der alten Welt und wird strikt unter Verschluss gehalten. Habe beim Putzen aus Versehen den Stecker gezogen, aber es läuft immer noch. Und worüber spricht man da? Über irgendwas? Ich habe keine Ahnung, was es sein könnte. Vielleicht werden wir es irgendwann herausfinden, wie auch immer. Aber das soll es erstmal gewesen sein. Ja, nur noch eine Elektrowelt, bevor du ins Bosskesselportal kannst. Ja, das machen wir dann im nächsten Part. Aber nur den einen Level, weil es kommt, glaube ich, ein kleines bisschen komisch rüber, wenn ich das Level machen würde und dann den Boss. Das Platoon 1 hat wenigstens gepasst. Aber ich glaube, wenn es so machen würde, so 2 Parts. Aber ist mir egal, mein Ding. Und ja, Kamera stellt nicht wieder scharf. Egal, ich mach's jetzt einfach so. Ja, würde ich sagen, wenn es euch gefallen hat, gebt gerne einen Daumen hoch. Wenn ihr wollt, könnt ihr mich auch gerne abonnieren. Sonst noch was alles in der Videobeschreibung oder in der Kanalinfo, wie auch immer. Und dann würde ich sagen, bis zu einer weiteren Part hier in Splatoon 2, Singleplayer, Story-Modus, Heldmodus, wie auch immer. Ciao, Leute, macht's gut.